Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Und zwar heute auf der Map Standoff. Das ist eine Map, die ich sehr mag. Und ich habe in der Lobby gerade jemanden erspäht, Leute, ihr glaubt es mir nicht. Die Legende. Die Legende ist einfach in der Lobby und zwar random. In meinem Team? Nein, im Gegnerteam. Apokalypse. Falls sich noch irgendeiner an ihn erinnern kann aus dem Stream, ist schon eine Weile her. Die Leute, die schon länger zuschauen, erinnern sich vielleicht noch. Legende. Apokalypse, Legende. Seine Streamkarriere leider an den Nagel gehängt. Ich war ein treuer Fan, ich verstehe es nicht so ganz. Was ich machen wollte, war... Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich kann auch nicht mehr wechseln. Buzzard ist gut und der spielt die ganze Zeit nur mit Pistole, der war eben schon in der Lobby. Ey, es ist einfach die Legende ist einfach da. Ich wünschte, wir könnten ihm zugucken. Ey, der hat ein cooles Emblem. Das dreht sich cool. Der angebissene Donut. Ist halt im Gegnerteam, wir können leider nicht zugucken. Ach, das finde ich so schade. Egal. Trotzdem krass, dass man, man trifft verdächtige Leute immer wieder in den Lobbys. Ich finde es lustig. Es ist spät, ich habe wieder ewig gebraucht, um eine Lobby zu finden, obwohl ich ja da vorne Runde gespielt habe. Hat es wieder locker 2-3 Minuten gedauert, bis ich eine Lobby gefunden habe. Dann gucke ich so, die Namen, die reinschauen, auf einmal lese ich so XL Apokalypse LX. Dachte mir so, den kennst du doch. Ich frag mich, ob er es hier sieht. Es ist ja gar nicht so unrealistisch, dass Apokalypse, meine ich, gerade zuschaut. Wenn ja, melde dich doch mal in den Kommentaren. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann schreibt mir mal, ob ihr noch wisst, wer es ist. Ich will wissen, ob noch OGs unter euch da sind, die Videos hier gucken und die sich noch erinnern können an damals im Stream. Okay, ganz wilde Killcam. Ganz wild. Okay, mein Ziel ist es, einfach Apokalypse zu finden. Es wäre ein Traum für mich. Ich höre ja leider nicht, ob die Gegner einen Voice-Chat haben, ne? Wobei man hört ihn, glaube ich, wenn man die Leute killt. Aber ich weiß nicht, ob das in Cold War auch so ist. Egal, wir werden es nicht erfahren, Leute. Denn ich habe das mit dem Voice-Chat das letzte Mal ausgemacht, weil die Leute halt da die ganze Zeit einfach nur Schimpfwörter ballern. Und das ist nicht gut für meine Werbefreundlichkeit, ja? Da mache ich nicht mit. Meinen familienfreundlichen Content wollen die gefährden. Da sage ich nein. Ganz klar. Hier gibt es mal eine Flash. Okay. Da habe ich hier jemanden getroffen. Okay, es war nicht Apokalypse. Warte, ich bin auf der Jagd. Oh ja, hier immerhin schon ein Kill. Okay, was passiert hier? Draußen geht irgendwie viel ab. Mal hier oben gucken. Hier sehe ich erstmal niemanden. Verdächtigen. Apokalypse lebt doch noch. Okay, alles klar. Ist alles noch drin. Hä? Oh, ich habe Buzzard gekriegt. Das ist gut. Fühlt sich gut an, Buzzard gekriegt zu haben. Er killt mich auch immer. So Leute, aber ihr wisst, ich bin auf der Jagd nach einem ganz speziellen Mitspieler hier. Das Pfeifen kam relativ weit aus der Area hier. Das Problem ist, Standoff habe ich länger nicht gespielt. Ich erinnere mich daran. Aber wen habe ich getötet? War es Apokalypse? Ich erinnere mich, dass man hier dahinter konnte. Das wollte ich auch als Bild die ganze Zeit mal probieren. Aber wen habe ich gekillt?
Wen habe ich gekillt? Konntet ihr es gerade irgendwo sehen? Ich konnte es nicht sehen. Oh, ich bin die... Oh, die Couch. Das ist doch belastend. Die findet man doch sofort. Ja, auf den Müll will ich damit. Frage ist, ob ich damit irgendwo reinkomme. Vielleicht. Oh, hier jedenfalls nicht. Ja, auch nicht. Hier auch nicht. Ja, das ist natürlich schwach. Das ist natürlich schwach, Leute. Und die Zeit ist um. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schlecht. Oh mein Gott, wie schlecht. Das kann ja wohl gar nicht. Ja, komm, Alter. Oxlong. Ach, das ist doch schon wieder schwach. Aber ich habe auch Pech mit den Items. Ich habe auch einfach Pech mit den Items. Egal. Ich bin hier in meiner Mission, Leute. Ich bin in meiner Mission, Apokalypse zu killen. Und ich habe einfach eben nicht sehen können, ob ich ihn gekillt habe. Das ist richtig belastend. Ich habe auf jeden Fall 4 Kills. Das ist, sichtbar. Naja. Sin of Seven. Es lebt nur noch Sin of Seven? Sieht nicht gut für uns aus. Sieht nicht gut für uns aus. Sieht fast so gut aus wie der Lagerbestand hier. Nämlich mager. Die Eistruhen sind auch schon einfach leer. Okay, hat halt einfach die eine Eistruhe neben die andere gestellt. Scheint zu funktionieren. Wenn selbst Buzzard vorbeirennt. Okay. Erinnere ich mich dran. Da erinnere ich mich dran. Man sieht... Oh, Apokalypse hat den Kill geholt. Apokalypse. Ach, schön, Leute. Schön. Ich finde es einfach schön. Dass man einfach Leute in den Lobbys trifft. Herrlich. Hier gibt es die Fingerkurbel. Da kann ich doch auch noch irgendeinen raushauen. Hier. Daumen runter. Wir sind schlecht. Negativ. Negativ. Jumping und 31. Nerd Bubble. Da hat Sin of Seven aber schon den coolsten Namen von allen. Werf wieder trockene Flash darüber. Mann, wieder nicht Apokalypse. Das gibt's doch nicht. Könnte man einen Counter machen, wie oft ich das Wort Apokalypse. Das ist ein Witz. Come on! Wo ist er nur? Wo ist er nur? Als ob! No way! Ich war mir so zu 100% sicher, ne? Feinsch. Verdammt! Ich hätte das Gefühl nicht los, dass ich Apokalypse aufgespürt hatte. Tja. Abgehauen. Eingehauen und... Ne, wie geht der Spruch von Monte nochmal? Ich weiß nicht mehr. Das kann ich. Das war als letztes die Heizung, ne? Lebt Apokalypse noch? Nein, Apokalypse ist schon tot. Mann. Habe ich keine Motivation mehr weiterzuspielen. Da haben wir die Heizung. Buzzard war die Heizung. So, 2 Leute noch. Jetzt wieder gepfiffen, aber niemanden getroffen. Ist keine gute Kombination. Okay, nur noch eine Requisite. Nur noch eine Requisite, Leute. Aber die Frage ist, welche? Ja, noch 1 Minute 55 könnte schon klappen, eigentlich. Pfeifen klangen, als wäre es nicht allzu weit weg. Mal hier am Spawn.
Und man kann sich auch selbst nicht stacken. Rundensieg, sehr gut. Ich komme meinem Ziel doch immer noch ein Stück näher. Nein, ich werde Apokalypse nicht mehr töten dürfen. Ich kann mich nur noch vor ihm verstecken. Na gut, dann kann ich jetzt wenigstens versuchen, ein halbwegs gutes Versteck zu finden in der Runde. Wenigstens noch ein vernünftiges Versteck habe. Ey, das ist so ein Witz. Warum habe ich so ein Pech mit den Items? Wenn es echt, soll ich einfach nochmal das von letztem Mal machen? Habe ich ja letztes Mal auch gemacht. Da wurde ich aber relativ schnell gefunden. Wobei ich nicht sicher bin, ob ich gefunden wurde, sondern ich habe aus Angst bin ich wieder geflüchtet. Probier es einfach nochmal. Ich probiere es einfach nochmal. Vielleicht klappt es ja dieses Mal besser. Vielleicht kann ich Apokalypse damit tricksen. Kann ich dem... Er ist im Gegnerteam. Ich weiß nicht, ob ich dem schreiben kann. Slash, wie ging das nochmal? W ab. Apokalypto. Ne, ich kann nur meinen Freunden schreiben. Okay. Das geht wohl nicht. Schade. Sonst hätte ich mal geschrieben: Hallo, wie geht es? Steht da hinten drauf? Fazit. Okay. Oh je, dann auf. Was ist das da? Überhaupt in dem. Was sind das da überhaupt für komische Gläser? Mit so. Sieht der aus wie Marmelade. Ganz wilde Nummer. Okay, jetzt kommen hier welche. Ich höre Steps. Nicht gut, Leute, ich höre Steps. Wir müssen diese Runde halt safe, ne? Pharao rennt schon mal schön vorbei, finde ich gut. Das Versteck's eigentlich so, also, ne, wisst ihr selber. Weiß ich ja auch selber. Da unten die Kakerlaken auf dem Boden. Lecker, Kakerlakis. Die schmecken gut, die esse ich gern. Die schmecken super lecker. Munition, Hülsen und Kakerlaken und ein Dosenbier dazu. Jeder rennt hier vorbei. Keiner guckt mich an. Ich meine, ich will mich nicht beklagen. Das ist, ja, eigentlich ganz nice, dass das so gut funktioniert. Aber ich kann natürlich nicht das nochmal als Thumbnail benutzen. Ich habe das doch schon als Thumbnail benutzt. Das wird nur das Thumbnail, wenn ich es wirklich schaffe. Daran glaube ich irgendwie nicht. Da kommt der Pharao. Schade. Das ist schade. Mann. Nur noch Thumping Out lebt. Okay. Das ist schwach, Leute. Aber es war eine coole Runde und wir haben einfach die Legende getroffen. Wir haben einfach die Legende getroffen, aber kann ich nicht theoretisch seinen Namen komplett schreiben, slash W? Jetzt ist die Runde vorbei. Und dieser Buzzard spielt nur mit der Pistole. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Buzzard nicht so ganz. Also entweder ist er einfach der Pistolenkönig. Wow, Battle Pass aufgestiegen. Geil, wie frech ist das eigentlich, dass man nur ein paar 20 Tage Zeit hat für den Battle Pass? Das ist so ein Scam. Naja, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ein bisschen Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch noch an Apokalypse erinnern könnt. Und dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.